Ich hoffe, Sie hatten schöne Osterfeiertage und wir haben eben schon darüber gesprochen, wenn Sie im Stau waren, wie kann man diesen Stau vermeiden? Darüber will ich noch reden mit dem ehemaligen Verkehrsminister Kurt Bodewig von der SPD, der bis zum Herbst letzten Jahres aber eine wichtige Kommission geleitet hat, nämlich eine Nachkommission für nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Wunderbar. Und wir haben schon gehört, das ist besonders anfällig. Die Brücken sind aus den 70er, 80er Jahren, weil man anderes Beton genommen hat, Spannbeton. Und dieses Beton oder dieser Beton erodiert. Ja. Und was nun? Man muss jetzt alle Brücken in Deutschland überprüfen, die in diesem Konstruktionsmerkmal sind. Und dann muss man an eine systematische Sanierung gehen. Das heißt, Brücke für Brücke sich die Brücke anschauen. Wie ist der Zustand? Wie war die Belastung? Und dann entscheiden, mache ich eine Grundsanierung, vielleicht sogar einen Neubau in bestimmten Fällen, wenn es wirklich der Prozess so weit fortgeschritten ist, oder eben eine Sanierung, die Fahrqualität weiterhin erhält. Also, aber Sorge muss ich nicht haben, wenn ich da jetzt drüber fahre. Nein, das nicht. Sie haben eben schon geschworen. Ja, das mit dem Schwören ist immer ganz schwierig, weil ich es nur begrenzt beeinflussen kann. Aber wir haben in Deutschland ein sehr gutes System, das Brücken überprüft wird, dass ein gefährlicher Zustand relativ schnell ermittelt wird. Deswegen gibt es ja in Deutschland so viele Brücken, wo man nur 80 fahren darf, manche, wo man nur noch 60 fahren darf. Das ist der Punkt. Das hängt genau damit zusammen, dass man eben höhere Geschwindigkeiten nicht zulassen will. Ja. Es gibt nämlich diese Kombination, hohe Geschwindigkeit und hohe Druckbelastung. Mhm. Das ist eigentlich das Problem unserer Brücken. Darüber wundere ich mich und jetzt haben Sie die Antwort gegeben und viele andere auch. Warum muss ich auf der Brücke plötzlich vom Gas runter und nur noch 60 fahren? Also das ist eine Sicherheitsfrage. Wie viele neue Straßen und Brücken brauchen wir denn eigentlich? Das haben Sie ja untersucht. Also wir schlagen vor einen Paradigmenwechsel. Früher war immer Aus- und Neubau vor dem Erhalt und der Sanierung Brücken. Wir sagen, das Verhältnis muss sich ändern. Das war früher 2/3 zu 1/3. Es muss sich ändern, 2/3 in die Sanierung und 1/3 in den Neubau. Wir brauchen Neubau, wir haben Lückenschlüsse, wir haben durch Staatsverträge eine Reihe Verpflichtungen, die müssen erfüllt werden. Und es gibt natürlich auch Notwendigkeiten, zum Beispiel, wenn ich das Schienennetz wirklich ausbauen will, dann muss ich genau die Korridore, auf denen die meisten Verkehre fahren, ausbauen. Und das sind alles. Das erklären Sie mal. Ja, das heißt. Weil jeder doch denkt, wenn ich den Verkehr von der Straße auf die Schiene verlege, dann brauche ich doch weniger Straße, nicht mehr. Genau. Und aber es ist genau umgekehrt. Nein, ich brauche dann mehr Schiene. Ja. Ich sage ein Beispiel. Wir haben die Rheinlinie, die geht so von Mannheim Richtung Basel. In der Schweiz baut man gerade den Basistunnel. 70 Kilometer bis nach Italien, aber die Deutschen bauen nicht die Zulaufstrecken in einem richtigen Maße aus. Was wir da unten brauchen, wären 4 parallele Gleise statt 2. Und es zieht sich hin. Das ist ein Teil, ist das Planungsrecht. Das ist ja wie beim Berliner Flughafen. Das Thema will ich jetzt nicht vertiefen, es war Gott sei Dank nicht Gegenstand unserer Kommission. Waren Sie da nicht schon mit dem Verkehrsminister, als das geplant wurde? Nein, die Planung waren sogar das schon fertig. Es gab ja früher dieses Baufeld, was schon ganz früh, ich glaube in den 90ern gekauft worden ist. Dann die Entscheidung, ob es Schönefeld wird oder ein anderer Standort. Sperenberg. Genau, Sperenberg stand dann noch zur Debatte. Das war aber schon vor meiner Zeit entschieden. Das ist, insofern fühle ich mich da nicht schuldig. War jetzt nur so ein kleiner Einschub. Ja, ich kenne Journalisten. Also ich noch vor Ihnen noch dafür haftbar machen können. Aber wenn ich nur mal ganz kurz zur Infrastruktur sagen darf. Was wir festgestellt haben, ist, wir brauchen 7,2 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Heute haben wir 10,6 Milliarden im investiven Teil des Verkehrshaushalts. Da müssen wir diesen Teil noch auflegen. Und da haben wir dezidierte Vorschläge gemacht. Unter anderem eben ein Sondervermögen im Haushalt zu schaffen, wonach jedes Jahr 2,7 Milliarden für die nachholende Sanierung, also alles das, was bisher unterblieben ist, zur Verfügung steht. Leider war im Koalitionsvertrag nur 1 Milliarde und 250 Millionen. Wenn ich 7 Milliarden brauche und 1 Milliarde kriege, dann kann ich doch davon ausgehen, dass unsere Straßen in 10 Jahren und unsere Brücken total kaputt sind. Also da ging es nur um die nachholende Sanierung. Da fehlen jetzt rund 1,45 Milliarden fehlen zurzeit. Wir haben aber auch einen Beschluss im Koalitionsvertrag, die Lkw-Maut auszuweiten
auf alle Bundesstraßen. Damit erwartet man Mehreinnahmen von 2,3 Milliarden. Also man ist schon auf dem fehlen Schritt. Fehlen immer noch vier. Nein, ja, es fehlen, na drei. Ja. Dreieinhalb fehlen dann. Und dann würde man in einem späteren Schritt die Nutzerfinanzierung ausbauen. Unter anderem hat Minister Dobrindt ja angekündigt, dass eine Pkw-Maut aber nur für im Ausland zugelassene Fahrzeuge einführen wenn will. Wenn wir das Thema jetzt diskutieren, dann sitzen wir hier morgen noch. Aber es würde auch nicht so viel bringen, um die Lücke zu schließen. Aber nehmen wir mal an, man würde die Lkw-Maut auf die Landesstraßen ausdehnen, würde man natürlich auch eine erhebliche Summe erzielen. Und warum macht man das nicht? Das ist wahrscheinlich, auch wir haben damals vorgeschlagen, nicht alles sofort zu machen, weil in Deutschland fehlen sogar die Ingenieure und Planer, um die notwendigen Ausbau zu betreiben. Das müssen wir nochmal wiederholen. In Deutschland fehlen die Ingenieure und Planer, um Straßen und Brücken zu bauen, ja, zu planen? Nein, wir haben welche, aber wir haben nicht genug für einen Betrag dieser Größenordnung. Also ich sag mal, wenn wir die alle Länder, Bundesländer betreiben ja für den Bund in Auftragsverwaltung den Bau von Straßen. Auch die Pflege von Straßen. Wenn die auf einmal noch zwei Drittel dazu bekommen, dann hätten die gar nicht die Planer. Denn ihr System ist immer, sie kriegen nur einen Bruchteil der umgesetzten Summe. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Planungsvorrat. Das ist so der Fachbegriff dazu. Das heißt, man muss solche Prozesse langfristig anlegen. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, die Mittel stufenweise zu erhöhen und die gesetzlichen Grundlagen auch stufenweise zu verbessern, um das dann etwa 2019 zu erreichen. Also Klartext, unsere Straßen bleiben noch auf absehbare Zeit in diesem Zustand. Wir müssen jetzt aber beginnen, diesen Zustand permanent zu verbessern. Und dafür haben wir jetzt kein Geld und dann schließt sich wieder der Kreis negativer an. Nein, wir haben ja Geld. Also wir haben ja auch Geld im Bundeshaushalt, immerhin 10,6 Milliarden. Wenn man es ändern würde, wenn man das Geld dann zur Verfügung stellt, wenn es benötigt würde, also Fonds bildet, dann könnte man bis zu 10% Effizienzen heben. Also man würde 10% mehr mit dem vorhandenen Geld machen können. Das wäre auch immerhin eine ganze Milliarde. Also Ihre Kommission hat zumindest sehr gute Vorschläge gemacht. Und wollen wir mal gucken, wann die umgesetzt werden. Vielleicht 2030 oder 40. So pessimistisch will ich nicht sein. Ich hoffe, dass so bis zum Ende der Legislaturperiode wenigstens ein großer Teil der Vorschläge abgearbeitet wurde. Aber halten wir mal fest, unser Straßensystem ist marode. Es muss was gemacht werden, es kann was gemacht werden und es könnte noch viel schneller was gemacht werden, wenn wir genug Leute hätten. Genau so. Das ist das Ergebnis Ihrer Kommission gewesen. Und unser Vorschlag war, wie man es machen kann, nämlich stufenweise Planer zu finden, Planungsvorräte zu schaffen und dann eben die Infrastruktur auch in der ganzen Breite zu verbessern. Wenn ich jetzt auf der Autobahn nach Polen fahre und zum Teil auch auf die Westseite, dann stelle ich fest, dass die Autobahnsysteme und die Straßen irgendwie von der Modernität nicht zusammenpassen. Um es mal so zu sagen, in Polen fängt es wieder an zu hubbeln, da denke ich, ich bin in den 50ern und im Westen teilweise auch. Ja, kann man das nicht vereinheitlichen? Sind Sie nicht auch im europäischen Maße dort engagiert? Ja, ich bin seit Mitte März von der Kommission ernannt worden als einer der europäischen Koordinatoren für die TENS, die transeuropäischen Verkehrsnetzwerke. Und da geht es genau darum, solche Systeme zu harmonisieren. Wir haben in Europa das Problem, die einen fangen zwei Jahre früher an und die anderen Länder kriegen nicht den Anschluss. Siehe der Tunnel, der jetzt gebaut wird und uns fehlen die vierspurigen Schienen. Zum Beispiel, das wäre so ein Bereich. Und ich habe übernommen den Korridor, der parallel zu Deutschland läuft, also von der Ostsee bis zur Adria, zu koordinieren, weil als Deutscher darf ich natürlich nicht in einem Korridor arbeiten, der Deutschland mit beinfasst. Damit will man ausschließen, dass sich sozusagen nationale Interessen zu sehr in der unabhängigen Arbeit einschleichen würde. Aber es ist hochspannend, weil wir gehen weg von den einzelnen Projekten, also zu sagen, wir bauen jetzt nur diese Autobahn, sondern dass die neue Struktur der EU ist, das zu vernetzen. Also wir wollen auch Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Dafür muss man aber Schienen ertüchtigen und manche Schienen enden. Zum Beispiel gibt es ganz schwierige Verbindungen zwischen Tschechien und der Slowakei. Aber die Verkehre... Das war doch mal ein Staat. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es in der Schiene schwierig, weil früher ging alles über Prag und dann verzweigte es. Und wir kommen jetzt nicht von Polen durch.
Da muss man jetzt zum Beispiel drüber nachdenken, wie kann man das Schienennetz schließen, weil dann kann ich natürlich Verkehre von der Ostsee viel schneller an die Adria bringen, als wenn die so eine Zacke fahren müssen. Das sind doch alles EU-Länder. Tschechei, Slowakei, dann kommt Österreich, Italien. Ja? Und warum ist das so schwierig zu sagen, so wir bauen jetzt von Rostock runter bis Triest? Also es gibt dafür europäisches Geld, aber etwa für die alten Mitgliedstaaten der EU ist das Geld so ein bisschen, sind die Fördersätze eher geringer. Für die neuen Mitgliedsländer sind sie höher, aber die haben größere Probleme, ihren Co-Finanzierungsanteil aufzubringen, weil sie auch in einer wirtschaftlich schwächeren Position sind. Das gilt wahrscheinlich nicht für Polen, die ja die Krise gut überstanden haben, aber andere europäische Länder sind ja in der Krise etwas erschwert. Aber ich schließe aus Ihren Worten, Sie arbeiten dran. Es wird also bessere Verkehrsverbindungen auch innerhalb Europas geben. Europa schließt, heißt EU oder auch außerhalb EU? Ja, EU, aber mit den Ansätzen natürlich die Nachbarstaaten der EU mitzuerreichen, Anschlüsse zu bilden. Das ist ja auch ein Interesse der Märkte in Deutschland wie in jedem anderen europäischen Land, dass man nicht nur in der EU seine Waren transportiert, sondern auch zu Märkten außerhalb der EU. Ich werde noch bis zur Sommerpause will ich alle Verkehrsminister der Länder auf diesem Korridor besuchen und mit denen besprechen, wo die Hauptprobleme sind, aber auch wo die Haupterwartungen sind. Dann viel Erfolg. Letzte Frage, warum haben wir immer noch Stau auf den Autobahnen, zum Beispiel an Ostertagen? Also ich bin immer wieder erstaunt, dass ich im Stau warte, fahre los und auf einmal gibt es keinen Stau mehr. Eben. Konnten und Sie diese Frage jemals beantworten? Dieses Mysterium wird nicht lösbar sein. Es bleibt ein Mysterium und an Pfingsttagen, wenn der Heilige Geist über uns kommt, werden Sie das Gleiche sich fragen. Und wieder ehemaliger Verkehrsminister Kurt Bodewig zum gleichen Schluss kommen, wie ich auch. Das ist ein Mysterium und bleibt eins. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Bodewig, und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Genießen Sie noch die restlichen Osterstunden und bis nächste Woche. Tschüss.